treffe ich dich. Puh. Meine Güte, können die weit schießen. Nein! Gar nicht gut. Hör auf damit. Hör auf. Niemand darf das Horn blowen. Oh, wieder werde ich unterbrochen. So. Mein Gott, wieso mache ich jetzt so wenig Schaden? Schade, ich wollte ihn eigentlich hinrichten. Na, no, ging aber leider nicht. Okay. Machen wir Feuerparty. Nicht genug Mana. Und kloppen und kloppen und töten. Yeah. Ach ja, da ist ja noch jemand am Rumheulen. Na, wie wär's mit befreien? Bedank dich. Los, knie nieder. Ich bin der neue König. Ja. Thank you. Nehmen wir das Schild mit der höheren Durability, heißt zu Deutsch Haltbarkeit. So, ach, ich brauche immer so ein bisschen, um einzelne Wörter im Kopf zu übersetzen. Dabei habe ich damit eigentlich, also mit Sprachen, nicht so ein Problem. Wieso kann ich da nicht hoch? Mensch. Okay. Hier ist das nächste Warguard-Dorf-Camp. Ich habe daneben geschossen und es ist denen scheißegal. Es ist denen so lang scheißegal, bis man sie trifft. Autsch. Es hat auch einen sehr hohen Explosionsradius, muss ich sagen. Wo bleibt eigentlich Elara? Die kann auch viel besser mit Pfeil und Bogen umgehen als Kedok mit der Armbrust. Ja, oder wir machen es so. Das geht natürlich auch. Nehmen wir noch Zustandseffekte. Ich habe gerade das Gefühl gehabt, dass ich von rechts irgendetwas gesehen habe. Was aber nicht zu uns gehört. Egal. So, gehen wir einfach jetzt den auch mal etwas mehr auf die Glocke. Dann wird dieses Camp auch befreit von allem möglichen Gesocks. Wo? Ah, noch mehr Leute. Begrüßung. Feuer! Und Feuer! Und das reicht wahrscheinlich. Wohin geht's hier denn? Ah, ich dachte überall nicht lang. Langweilig. Ja, wir sollen Menschen retten. Ist alles klar. Bedank du dich auch 1 Million Mal. Ah. Glück gehabt, dass du keine Hitbox hast. So. Ich kann mich nicht daran erinnern, den gerettet zu haben. Aber nun gut. Muss ich ja auch nicht zwangsläufig machen.
So, wechseln wir das. Ja, mit denen haben wir noch 25 Aufladung. Das reicht noch gut. Sehr gut. So, haben wir wieder Pfeile oder Bolzen oder Folzen. Keine Ahnung. Meine Güte. Hier hat man echt Abschnitte, wo man mit Items zugepackt wird. Ja, das Horn können wir jetzt wohl vergessen. Bam, auf der Nase, auf der Fresse. Wo ist das Horn? Oh, da war das Horn. Aber es sind so viele. Gar nicht cool, blödes Arsch. Hast du ihn einfach umgebracht. Den Armen. Ja, das Tor geht auf und von dort hinten kommen jetzt auch nochmal zwei Stück. Ah, wunderbar. Die können wir mit Fernkampf begrüßen. Aber mit Magie geht das alles noch etwas besser. Ja, so läuft's doch gut. Leider ist jetzt bei der Aktion doch einer verreckt, der Mensch. Schade drum, aber da lässt sich jetzt nichts mehr machen. So, ach so, dich habe ich vergessen runterzunehmen. Ach so, du warst frei. Gut. Oh. Na, wechseln. So, jetzt haben wir zwei verzauberte Waffen. Das ist doch schön. So. Mit der Heilung können wir etwas anfangen. Ja. Es ist sehr interessant, dass wir jetzt gerade die ganzen Filiolen nicht mehr brauchen, die uns jetzt förmlich entgegengeschmissen werden. Ja, du hast dir wehgetan, ist schon klar. Hier liegt auch noch wieder eine. Mein Gott. Die erwarten wahrscheinlich echt, dass man oft stirbt. Das heißt für mich, ich mache mich recht gut. Und das freut mich. Zumindest hier spieltechnisch. Auch wenn ich natürlich auch einige Male gestorben bin. Aber das hat keiner mitbekommen, nein. Hier ist übrigens eine ziemlich komische, unsichtbare Wand. Keine Ahnung, warum die unbedingt dort ist. Nehmen wir den Feuerschutz wieder mit. Und kommen wir zu einem weiteren Wargar-Camp. Oh, sie wissen schon, dass wir hier sind? Das ist ja doof. So, der kriegt direkt jetzt auf die Mütze. Machen wir es mit Magie. Mit Magie. Ja, auf mit dem Blödsinn. Ja, gut. Ja, da kann ich auch nichts dran machen. Lasst sie am Leben. Ja.
Hetze hier. Wie sollen wir das auf Hardcore denn schaffen? Oh mein Gott. Oh, man hat keine Ruhe. Wieso auch? Wo zur Hölle bleibt Elara? Hauptsache, das Schild von dem wird die ganze Zeit demoliert. Na, endlich. Meine Güte. Und trotzdem nicht gestorben. So, jetzt Schadensbericht. Einer hängt noch. Na, ich könnte ihm auch noch in den Kopf schießen. Aber es hat ja keine Auswirkung. Ach, du hast es doch überlebt. Schön. Und, erklär mir mal, wie ich dich befreien soll. Das ist jetzt durchaus ein Problem. Oder ist er tot? Schade. Ich versuche mal so irgendwie drauf zu schießen, aber das scheint keinen ersichtlichen Effekt zu haben. Das ist sehr schade. Dann müssen wir so leider weitermachen. Ohne dass wir den da runterholen können. Ich würde ihn gerne runterholen, aber ihr habt es gesehen. Das Spiel will es nicht. So, wir wissen jetzt auch, dass wir das kaputt machen können. Oh. Was erblicken Kaddocks Augen da? Ganz viel Gold. Habe ich es gesagt? Ganz viel Geld. Und wir haben schon wieder 5 Kristalle, oh mein Gott. Und wir sind in Kapitel 3. Wir können noch nicht die letzte Stufe an Fähigkeiten ausbauen. Oh. Wieder eine schmale Passage. Wo man nur nacheinander langsam durchkommt. Langsam durch. Langsam durch. Ganz langsam und ganz sneaky bewegen sie sich weiter. Sie haben keine Ahnung, dass sie längst entdeckt wurden. Und der Mann, er schlägt doch um sich und weiß nicht, was er tut. Dennoch hat er die Hosen an und beweist sehr viel Mut.